Herzlich willkommen zurück zu Desi Epoch Arma 2. Ach, Joe ist drauf. Guten Morgen, Joe. Ah, ich hatte mir schon was rausgesucht, was wir noch machen könnten. Anbauen jetzt. Ich frage mich nur gerade, die sind ja jetzt alle fertig. Ja, fangen wir da an. Weil da schon eine Leiter ist. Und zwar könnten wir eigentlich hier erstmal Moment. Der sollte den eigentlich an den anderen Metallboden ranmachen. Dann müssen wir das anders machen. So, so. So. Ach nee, so dreht er den ja nur so. So, genau. Guten Morgen, Ratze. Na, Geburtstag gut überstanden? Ja, denke ich mal. Hatte dich gestern eigentlich nur gefragt, was du dann Schönes beim Italiener. Ach so, das wusstest du wahrscheinlich gar nicht. Aber was gab es dann Schönes beim Italiener? Die drehen wir einmal um. Schön. Dann könnten wir hier noch die zwei halben gleich Familienessen Nummer 2. Es gab Nudeln mit Steinpilzen und Gorgonzola. Ja, es hört sich lecker an. Ach so, nee. Der ist falsch.
erstmal. So, dann muss ich noch mal raus. Wieso kann ich den nicht einladen? Ich muss euch doch einladen. Sonst sind ja Silver und Milo auch wieder aus der Gruppe raus. Morgen Robert, 1860 Muck. Herzlich willkommen. Dir auch einen wunderschönen guten Morgen. So, ich glaube aber, ich bin. Ah, was mache ich? Hier wollte ich. Ich glaube, ich bin noch nicht im Discord drin, ne? Falls einer Lust hat. So. So, jetzt überlegen. So, jetzt mache ich am besten gleich mal hier das Dach noch auf. Schon mal. Dann brauche ich aber die hier nicht. Die brauche ich für die anderen. Sechser. Sehr schön. Und dann müssen wir auch schon wieder Geld farmen. Oh, wer schießt denn da schon wieder? Ratzi, wa? Ratzi-fatzi! Hast du Zombies da unten? Ich hoffe mal, dass dann irgendwann auf Tobi sein Server, wenn der fertig ist.
dass dann alles nur mit einem Arbeitsschritt geht. Weil das ist schon ein bisschen nervig. Kann das sein, dass die Plattform hier eins länger ist und dass ich die nur zwei nebeneinander gemacht habe, also bis hier nur. Naja, gut, dann ist halt hier eins ein bisschen größer. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Mich nur gewundert, weil ich doch bei den Dächern da drüben nur sechs Böden gebraucht habe. Ah, da fliegt wohl jemand. Moin Daniel! Der Ratze macht wieder seine Flugversuche. So, jetzt die Automatik rausnehmen und dann ein bisschen nach vorne, dass du Geschwindigkeit aufbaust. Ja, und dann musst du gucken, ne? Ich glaube, das war bei Tastatur war Y runter, ne? Und Q nach oben oder so. Ne, Q war Motor starten. Und schönen guten Morgen, Gisee. Ja, der soll ein bisschen weiter wegfliegen. Er ist ja noch am Üben. Und wenn er das dann mit der Musi richtig beherrscht, dann kann er sich da unten ein Heli aussuchen und damit fliegen. So geht doch. Ja, ich glaube, er spielt mit Maus und Tastatur. Ich spiele mit beides sozusagen. Ah, schreibt er ja. Thank you.
Das kann er ja lesen, dann sag ich mal, dass er doppelt auf die linke Alt-Taste drücken soll. Ja, es sei, er will mit der Maus den Heli steuern, das kann er natürlich auch. Wäre eher ungewohnt, also mit Tastatur bin ich eigentlich noch gar nicht geflogen. Das kann er auch, aber das ist gefährlich. Ja, mit Maus soll nicht so. Aber muss er herausfinden, was für ihn besser ist, was er leichter findet. Ja, die habe ich tatsächlich eine Reihe größer gemacht, hier die Bude. Gut, ich hätte jetzt hier die letzte Reihe auch abbauen können, aber nee, ist ja. Ach nee, unten drunter ist ja schon. Nö, nö. Naja. Ja, ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Das erste Mal war ich um 4 wach, dann um 7, und dann um 9:30. Also quasi so drei Zwischenstopps. So, die restlichen Böden mache ich hier schon mal ran. Bin erst gegen 3 ins Bett. Ben hat mich auf Trab gehalten. Er ist seit gestern am Fiebern. Heieiei. Ja, wenn Kinder fiebern, dann heulen sie ja auch andauernd, ne? Das ist richtig. Ja, das stimmt. Und er ist ja dann auch immer voll auf mich fixiert, wenn er krank ist. Ja, der liebe Papa. Oh
beim Land kommt er noch ein bisschen zu hart auf. Sah gerade so aus, als ob er da gehüpft ist. So, ja, da müssen wir noch weiter rein. Naja. Zumindest können wir hier jetzt ja, hier habe ich nur zwei. Naja, ist nicht schlimm. Gibt es die eine halt ein bisschen größer. Ja, du musst bei der Landung dann, wenn du zu schnell runterkommst, musst du dann wieder, dass er nach oben, weißt du? Musst du dann so ein bisschen und dann nicht so doll rund nach unten drücken, dann nur ein bisschen so. Da musst du noch ein bisschen üben. Ansonsten machst du, bei der Musi geht's vielleicht noch, aber bei so großen Helis hier unten, wenn die zu hart aufkommen, sind die gleich im Arsch. Das alles mal reinnehmen schon. Juhu. Wenn das heute Abend bei mir nicht klappt mit dem Headset, kannst du mir dann trotzdem einen Server empfehlen, auf den ich nicht wieder. Na, den hier. Kannst du doch hier auf unseren hier einspielen.
Ansonsten tust du ja bei dem DZ-Launcher, ne? Zeigt ja massig an Servern an, Daniel. Von daher. Hier habe ich sogar. Okay. Ja, Ratze, das wirst du nie glauben. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich hatte ja 27 waren's, 7 hatte ich abgeschossen und die 20 waren auf einmal komplett weg. So. Dann eine ganze Ewigkeit später habe ich dann hier gebaut und dann waren auf einmal die 20 wieder da. Zwei Zehner rein. Aber Ganze, ich war ja bei der Mission unten gewesen. Die Kiste war ja leer und so, ne, weil ja noch Gegner angezeigt waren, die ja nicht da waren. So, da hatte ich ja unten bei der Mission dann noch kurz Wildspawner oder Radio war das ja. Die habe ich dann schon abgeballert. So, dann bin ich wieder hier zurück, habe da drüben gebaut, da drüben. Und habe dann, wo ich die Seite da gebaut habe, gesehen, dass auf einmal da wieder zwei Zehner rein rumgerannt sind. Ganz plötzlich. Ja, und dann bin ich darüber und habe die natürlich platt gemacht. Das war schon sehr merkwürdig, wenn man das mal so sagen darf. Also von hier und dann hier hatte ich gerade gebaut und dann habe ich gesehen, was bewegt sich denn da hinten? Und dann sind da wieder die restlichen rumgelaufen. So, jetzt dürften wir alles verbaut haben, was ich noch da hatte.
die wollte ich noch reinpacken. Hier kann ich noch einen bei mir rein. Gut. Muss auf jeden Fall bis da. Jetzt gibt's hier. Echt jetzt? War doch ein Düsenjet. Joe fliegt ein Düsenjet. Kann ich auch fliegen. Nur landen. Vielleicht sollte ich da lieber den Senkrechtstarter nehmen. Oder so. Also hier hatten wir jetzt aber auch nichts mehr drin. Morgen. Moin, moin. Alles fit bei dir? Ja, sicher. Freut mich. Ja, Sicher, sicher. komische Mission gestern, ne? Ja. Das war sehr merkwürdig, ja, mit der Mission. Ja, ich hatte nur mitbekommen, dass du die Mission durchgemacht hattest und dir fehlten 20 Stück auf einmal. Ja. Und die waren dann ungefähr nach einer halben Stunde wieder da. Eigenartig. Ja, fand ich auch sehr eigenartig. So. Okay, das hört sich aber auch an, wenn der mit Düsenjet hier rüberfliegt. Meine Fresse. Gehst du gleich farmen? Ja. Nimmst du mich eine Stunde mit? Das macht sich blöd beim Farmen, wenn du dabei bist, zum Beispiel bei Hanffarm darf nur einer abbauen und wenn du zu nah bist, müsstest du immer wieder aussteigen und ein Stück wegrennen. Ach, das Problem, ja klar. Ja. Also, und die Gefahr, dass Wildspawner und Radio kommt, ist höher, ne, wenn man zu zweit. Nee, dann mach du mal alleine. Aber du kannst ja gern auch mit der Mosi noch ein bisschen üben oder selber losziehen und ein bisschen farmen. Ne? Was wollte ich denn jetzt hier? Ach so. Ich habe hier noch gar kein Essen mitgenommen. Haben wir noch so eine Tankstelle, so eine mobile? Ja, sicher. Hier, da vorne, andere Seite, hinter mir. Ganz nach unten scrollen fast. Aber hey, dann hast du ja wieder jemand, der Geld für dich sammelt. Ja. Das können natürlich alle gerne machen, ne? Und kann auch eigentlich jeder mitbauen, Wie wenn nennt sich er das? will. Wenn er weiß, Treibstoff unten. Treibstoffpumpe? Ja, genau. Die packst du dir vorne rein und die kannst du dann, wie gesagt, auspacken, aber nicht aufbauen, ne? Dann steigst du gleich in dem Heli ein. Ja, und dann zeigt er dir ja links an, wenn du scrollst, reparieren und so. Kostet aber 4000 reparieren und tanken 1000 dann, ne? Also musst du ein bisschen Kleingeld bei dir haben. Ja, das habe ich. So. Vergiss nicht, Tür zuzumachen, wenn du gehst. Oder setz mich doch bei irgendeinem kaputten Auto ab, dann mache ich das. Na, ich flieg doch mit der Mosi. Ach so, ja, alles Da klar. kann ich dich doch gar nicht mitnehmen, weil, weißt du, ich bring doch auch immer einen neuen Heli wieder mit. Ah. Und heute Abend ist dann Survival in der extra schweren Variante.
Oh, da weiß ich nicht, ob ich mitmachen kann. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ist nicht schlimm. Du weißt ja, kannst jederzeit in Discord reinkommen, jederzeit zukommen zum Spiel. Alles kein Problem. Ja, ist halt noch Geburtstagsfeier, ne? Ja, Hast du vergessen. ja. Ja, ich habe ja gestern auch mir italienisch gekocht. Ja, das sagtest du ja. Ja, esse ich heute auch noch mal. Da wollte doch gerade ein Zombie was von mir. So wie früher immer, ich bin den halben Tag am Geld sammeln und du fragst abend an 5 Minuten zu bauen. Und das ganze Geld ist schon wieder weg. Ja, das, was ich jetzt gerade verbaut habe, das waren 2 Millionen, ne? Sogar ein bisschen über 2 Millionen. Obwohl hier noch gut ist, ne? Ich kann mich noch erinnern, auf Surfern, da kosten bei den meisten Surfer kosten die Metallböen 80.000 eine. Man kann die natürlich auch selber herstellen, ne? Ist ja keine Frage. So, ich denke mal, dass Joe hier Ikea kann ich wahrscheinlich vergessen, dass die. Ach so, macht jetzt die Mission, die rote. Na, dann versuche ich doch mal hier den Piratenschatz zu finden. Da hinten. Aber ich fand die Zeit gestern Abend bei Dark Souls 3 verging wieder viel zu schnell. Weiß nicht. Also Gysi, falls du noch da bist, also ich hätte, also wenn es an mir gegangen wäre, hätte ich noch 1, 2 Stunden gespielt. Aber da tue ich eher dann auf Milo achten. Also ich hätte dann schon noch die ganze Gebiet da gemacht, ne? Aber wie heißt es so schön? Man sollte immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich wollte hier mal gucken, falls wir die Kiste von oben sehen, ne? Ob da jetzt wirklich nur Waffen drin sind. Ja, wo habt ihr sie hingestellt? Sagt's.
Scheiße. Das mache ich mal ohne Autobuhr. Ja, da muss man so pendeln zwischen hoch und runter, ne, damit die nicht zu schnell runterkommt. Das ist richtig. Ja, ist eine Waffe. Oh, eine Anzio. Da kann ich doch gar nicht widerstehen. Nice one. Wer packt denn hier eine Anzio rein? Hab ich gar nicht gewusst. Meine Fresse. Und DMR? Ah ja, vielleicht sollte man da doch öfters mal. Das ist die Anzio viermal. Schalldämpfer, Scopes. Also die Anzio muss ich jetzt mal, mitnehmen. Das geht ja gar nicht. Anzio ist was Feines. Ja. Moin Joe. Moin Joe. Ja, das hört er ja nicht, deswegen zeige ich immer den Daumen nach oben in der Kamera. Genau. Das kann er dann lesen. So, ja, die Dings ist weg. Ja. So, ne Schweine, aber wir haben hier noch ein Drogenfeld. Wo war das jetzt? Ich habe das doch gerade hier irgendwo. Ja, seht ihr, das meinte ich. Dass manchmal, wenn man nicht aufpasst, da haue ich dann lieber die Automatik rein. Wenn die zu wild, ne, am Boden, hätte mich jetzt beinahe gegen den Baum geschleudert. Das ist sie. Und da schießen sie. Natürlich. Ist ja klar. Wo schießt ihr? Hier wieder hier ist mal Deckung. Ich muss aber die Musi abbauen. Brauche ich natürlich. Ja, in der Nähe vom Airport, ne? Ist ja wieder. Ja, aber leider kein. Zwei habe ich erwischt. Ah, Mist. Patrouille.
Zu viel Freunde sind ungesund. Ja, die kamen angerannt, die waren schon Meter von mir entfernt. Ne? Habe ich gesehen. Konnte ich gerade noch zwei erschießen. Aber so ist das. In Dark Souls wird gestorben, in DayZ wird gestorben. Alle Spiele, wo man sehr viel stirbt. Nee, dass die von der gelben Mission jetzt waren, das glaube ich nicht. Ah, hier vielleicht, ne? Hier ist ja auch noch so ein Schlingel. Ach, von da hatten die geschossen. Kann ich mich in Vibor? Ja. Da kann ich. Ah, müsst ihr mir jetzt hier so eine auffällige Kleidung geben? Das ist doch nicht schön. Raus, raus. Ja, und die mache ich auch mal raus. Kein Platz dafür. Na, da baue ich jetzt keine Musi auf. Allerdings könnte ich jetzt die andere Musi stehen lassen. Ich denke mal, der eine von den dreien, der wird wahrscheinlich weitergelaufen sein. Könnte auch sein, dass die anderen beiden noch mal aufgestanden sind. Sein, dass der da steht. Der steht da, ne? Der steht da. Da so. Ja. Haben, glaube ich, in Nüschel geschossen. Der Dritte hat da gewartet. Was? Dich. Ja, aber gut, dass ich den Heli dazwischen hatte. Wurde der schon angezeigt? Hey. Bist du wirklich tot? Der ist tot. Alter, die haben ja alles dasselbe an wie ich. Was für eine Frechheit. Und das mit der Makarov, wa? Ah, kannst du mal sehen. Pistolen sind doch gar nicht mal so übel. Oh, erstmal hier aus die. Alter, Scheiße. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 jetzt.
Jo, wurde getötet. Da rennen sie. Ach, Radio ist das. Ach, und ich habe das abgebrochen. Ich dachte, die sehen mich. Ach, Radio kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Bin ich doch gleich wieder tot. Ja, alles gut, Junge. Ich bin eh gleich tot. Gleich tot. Aber nur sicherheitshalber. So. Kein Blut mehr. Aber was soll's? Ich finde das erschrecklich, wenn man sein eigenes Herz dann hört. Also so dünn dünn. Also hier vom Spielcharakter. Dünn 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 dünn. Schmerzmittel gibt es auch noch oben drauf. So. Habe ich das Schmerzmittel jetzt rausgeschmissen? Nein, ne? Vorne. So. Geld her. Hast kein Geld? Was hast du dann? Bier. Ah, hier haben wir wieder zweites Morphium. Da sind wir voll. Nehmen wir trotzdem mit. Eine Bison, ja, die kannst du behalten. Auch kein Geld. Die können auch, das
Morphium nehmen wir auch mal mit. Die Verbände auch. Josh ist hier, stirbt ja auch laufend. Auch eine Bison. Das können wir allerdings mal hinten reinpacken. Vielleicht mal hier ein bisschen Ersatz mitnehmen. So. Ist hier gerade ein Hase lang gelaufen. Ich habe mich gerade irgendwie erschrocken, ey. Jetzt zu euch. Ja, die haben Geld. Cola. Das Messer. So, von den Kollegen nehme ich die Kleidung, aber erstmal wegen Geld. Messer. Eine M4. Ah, nee. Die Kleidung möchte ich nicht. Ich wollte. Der hat kein Geld. Komm, die anderen hatten auch Geld. Sag ich doch. War denn ja, deswegen sind wir hier. Ne? Die Arbeit muss auch gemacht werden. Auch wenn jetzt vielleicht noch mal ein paar Wildspawner auftauchen. Das ist ideal. Ich brauche die Kohle. Machen wir die Mi noch heil. Die Mosi, die lasse ich da stehen. Ja klar gibt's die, Daniel. Oder wie die heißt, die Kritek, ja, die gibt's noch. Das ist deine Lieblingssniper?
Aber wenn man sie hier nicht findet, kriegst du sie nur beim Hero oder Bandit. Ne? Was für eine Massenschlachten. Ne? Und einer konnte nur überleben. So. Dann so einsteigen. Reparieren. Neues Pfeif Friedhof. Hast du denn schon alle Snipers durchprobiert, so mal? Hier die Anzio zum Beispiel, die ich jetzt gerade vorhin gefunden habe, die ist natürlich auch total mega. Ja. Was sagst du, Watze? Dachte, neues Teil für den Friedhof. Ein neues Teil für den Friedhof? Uni-Friedhof. So, tanken wir die Kiste noch voll. Dann möchte ich gerne ein bisschen Zeug hier loswerden. Ja, die Anzüge kann rein. Es kann alles rein. Zweimal essen. Na, hier kann aber auch die diese hier. So. So ist perfekt. Ja, sonst habe ich ja immer die DMR genommen, bis ich die Kretek hatte, aber die anderen fand ich jetzt immer nicht so. Ja. Muss man selber herausfinden, welche Sniper einen am besten liegt. Auch wieder ein Heli. Da noch einer. Da oben fällt noch einer. Aber Bananen haben wir ja schon zwei. Hier steht auch noch einer. Eine Mine. Hä, wie sieht die denn aus? Ja, ist eine Mine. Sieht meiner hinten auch so aus hier? Sieht so komisch aus.
der Farbe her auch, ne? Ich gleich mal bei meiner gucken hier. Nee. Meine hat hier die Lupe dicht. Ach, meine ist gar nicht bewaffnet. Die könnte ich also verkaufen. Interessant. Schön weiter. Gibt's nichts zu sehen.
sind eigentlich die ganzen Autos geblieben? Oder die zwei oder drei, die wir noch hatten? Na, drei müssten ja da sein. Also, zwei LKWs? Nee, hier steht gar nichts mehr. Gar kein Auto mehr? Nein, gar keins mehr. Okay. In der Base? Da ist nichts mehr. Ist ja komisch. Der Mini ist weg. Der Mini müsste ja auf jeden Fall eigentlich, weil der hat ja einen Schlüssel. Ja, Schlüssel ist, habe ich gesehen, aber der Mini nicht. Da habt ihr die woanders hingetragen. Nee. Da eine Wand gleich. Nee. Na, vielleicht sind ja auch mal eines Tages, das hätte doch schief gehen können. Vielleicht sind ja eines Tages auch mal die ganzen Helis weg, auf einmal. Weiß man nicht. Können sie ja nur weggepackt sein. Ich hatte ja noch einen Tanklaster mal mitgebracht, den hatte ich da eingepackt. Ja, das passiert manchmal. Sollte eigentlich nicht, aber naja. So, ich bin dann raus für heute. Vielleicht sieht man sich heute Abend wieder. Alles klar, viel Spaß dir. Was gleich Leckeres zu essen gibt. Ja. Mach's gut, ciao. Ja, bye bye. Getroffen.
da ist er nochmal drauf. Ein Stück Wasser da innen unterwegs. Anscheinend. Olivia, hieße. Jetzt muss ich warten, bis die Waffe aufhört zu blinken. Sehr beschädigt. Nö. So, ich bin dann auch erstmal weg, Mittagessen machen wir.
hören uns heute Abend. Ich schreibe dir, sobald ich mit dem Rechner zu Hause bin. Alles klar, Daniel. Einen guten Hunger. Ah, nee, da habe ich was Besseres gesehen. Der Harvard, der Heli da oben. Glaube ich, noch nicht explodiert, oder? Ach so, da auf der anderen Seite. Doch, da ist es schon. Ein bisschen hart aufgekommen. Wartet mal.
Holztreppe. Metallboden. Ach, kommt schon. Die hatte ich schon alle, ne? Ah ne, die nicht. Ja, meistens 6 Metallbögen kann man hier. Der Rest ist alles. Ich repariere den mal nochmal schnell. Das Gelände ist auch wieder nicht optimal.
eine. Ach kommt schon, ihr werdet ja dann hier mitten in der Stadt reingepflastert haben. Nur eine Kiste suchen, Idioten. Auch keine Muni mehr. Das sind alles nur Steine. Hier ist auch schon der Rand.
Ja, jetzt ist sie weg. Ja, manchmal findet man sie halt nicht. Wenn so ein unübersichtliches Gelände ist. Dann fliegen wir mal das Zeug verkaufen. Ja.
denn überhaupt? Okay. Nee, hier war ja nichts. Ne? Das wollte ich ja eigentlich behalten. Genau. Du kriegst nichts. Halt das nicht. Nee, das bleibt im Heli. Guten Morgen, Tobi. Na, wie geht's, wie steht's? Was macht der Server? Ich sagte heute schon, ich hoffe, dass man bei dir dann nur Arbeitsschritte mäßig hier, ne, Kraften, immer nur einen Schritt macht und nicht wie bei Baxter hier drei, 6 oder 10 sogar habe ich gesehen. Naja, 4 kriegen wir von denen Geld jetzt nicht, ne? Müssen wir mal gucken. Vielleicht ein paar. Nee, das wollte ich gar nicht. Weg. Alles bestens. Morgen fange ich an, die Skripte einzubauen. Muss mal schauen, was sich so geändert hat. Datenbank funktioniert bereits. Alles klar. Das hört sich ja super an. Ist jetzt nicht allzu viel Geld, aber ich gucke mal, dass ich da wenigstens ein paar halbe Wände.
war's schon. Ja, haben wir fast alles reingekriegt.
tatsächlich weg? Verstehe ich nicht. Zwei LKWs und ein Mini, der sogar einen Schlüssel hatte. Na, ich glaube, mein Geld reicht aber nicht zum... Vielleicht liegt das doch hier dran. Aber ich wusste nicht, dass man... Ich denke, alle drei Tage reichen aus. 37, nee, 37 habe ich nicht. Den Zwangsupgrade könnte vielleicht sein. Naja. Hammer. So, warte mal die... Die packen wir mal hier rein. Plus die Munition. Ja. Kann ja auch mal hier rein. Ach so, ich hatte ja noch keine mehr. Ach so, hatte ich mehr gekauft. Ne, das war Baumaterial. Ja. So. Ist ja eh gleich Reset. Ne, für heute reicht's mir dann. Wir spielen ja heute Abend noch mal Dings. Kann ich mich ja schon mal leer machen, sozusagen. Ach du Mist. Da war's weg. Naja, den Rest kann ich heute Abend machen. Na guti. Jetzt mal knapp 2 Stunden, aber ja, ist irgendwie auch, wenn Joe drauf spielt, er macht auch gern Ikea und so, ne? Und also mit Geldfarm ist dann immer ein bisschen schwierig. Wenn ihr wisst, wie ich meine. Ja, er hat jetzt zwar zum Schluss eine Dings gemacht. Und Daniel, wenn du noch da bist, denk hier dran am Setting, ne? Dass du hier oben, hier kommt Operation Arrowhead rein, der Pfad. Und hier Arma 2. So, ne? Hier dein Name, Profil, was du bei Arma angelegt hast. Ja, dann Save. Und dann bist du hier schon fertig und kannst zum Mods rübergehen und bei die Mods dann DZ, Epoch, ja, was habe ich noch? Overwatch hier. Naja, die brauchst du jetzt nicht hier, die hatte ich nur mal. Und Lingor, das wird dann auch installiert, wenn der Server das, wenn du jetzt hier siehst, hier Napf nicht, aber wenn du jetzt hier
Lingua siehst oder so, dann steht hier schon, und wenn du dann hier drückst, dann installiert er erst die Mod. Ja. Und denk daran, DZ-Launcher, ne? Nicht den von Standalone. Aber der heißt, glaube ich, noch ein bisschen anders. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und euch noch einen schönen Tag. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns heute Abend wieder. Um 20 Uhr geht's dann los mit DZ Hardcore Survival. Also, bye bye.